Dies ist die Geschichte eines Mannes, der einen der krassesten Drogenkonflikte der Niederlande überlebte. Dieser Konflikt dauerte über ein Jahrzehnt und wurde ausgelöst durch eine verschwundene Kokainlieferung im Wert von 5 Millionen Euro. Dieser Mann war nicht nur eine Schlüsselfigur im Konflikt, man sagt auch, dass er möglicherweise der Auslöser war. Denn er tat etwas, was nur zu Gewaltausbrüchen führen konnte. Und das ist noch nicht alles, was ihm vorgeworfen wird. Es wird auch behauptet, dass er der Drahtzieher des Verschwindens eines Mannes ist, der bis heute nie gefunden wurde. Und um seine Geschichte noch interessanter zu machen, er soll auch der Mann hinter der Entführung des jüngeren Bruders des größten Drogenbosses Belgiens gewesen sein. Das sind alles ernste Anschuldigungen, aber was ist davon wahr? Hier sind die Antworten. Dies ist die Geschichte von Hossein Eid S. Hossein Eid S., auch bekannt als Hoss oder der Bürgermeister, wurde 1979 in Amsterdam geboren und wuchs in Amsterdam-Suid auf. Im jungen Alter begann Hossein mit anderen Jungs aus seiner Nachbarschaft zahlreiche Verbrechen zu begehen. Aber schnell wurden aus kleineren Straftaten organisierte Kriminalität. Schließlich trat Hossein zusammen mit seinem Freund Gwenet Marta und Najeb Bubu in die Welt des Drogenschmuggels ein. Sie begannen im Ecstasy-Geschäft mitzuwirken und wechselten später zum lukrativeren Kokain-Geschäft. Das Leben war gut, sie verdienten viel Geld und alles schien seinen Lauf zu nehmen. Aber dann wurde Gwenet, der Anführer der Gruppe, 2007 verhaftet. Während Gwenet im Gefängnis saß, führten Hossein und Najeb das Geschäft weiter. Im Mai 2008 konnte Gwenet durch eine spektakuläre Flucht aus dem Gefängnis entkommen. Er floh sofort nach Marokko, wo er in einem der Häuser von Hossein blieb, bevor er schließlich nach Belgien floh. 2010 wurde Gwenet erneut verhaftet. Das war der Zeitpunkt, an dem er eine folgenschwere Entscheidung traf. Eine Entscheidung, die alles verändern würde. Eine Entscheidung, die ein Jahrzehnt der Gewalt verursachen würde, bei dem mehr als 20 Menschen ums Leben kommen würden. Seine ständigen Zusammenstöße mit dem Gesetz machten es unmöglich, die Organisation mit voller Konzentration zu leiten. Er entschied, Najeb Bubu zum vorübergehenden Anführer der Organisation zu machen, bis er selbst wieder die volle Kontrolle darüber übernehmen konnte. Diese Entscheidung machte Hossein sehr wütend. Nach all dem, was er für Gwenet getan hatte, hat er sich für jemand anderen als Anführer der Organisation entschieden? Hossein schmiss alles hin und verließ die Organisation, um sein eigenes Geschäft aufzubauen. Dabei bekam er Hilfe von seinem Schwager Benauf A. Im Jahr 2012 kehrte Gwenet wieder ins Geschäft zurück. Trotz ihrer vorherigen Auseinandersetzung organisierte Hossein eine Lieferung mit ihm zusammen. Zwar nicht als Freunde, sondern nur als Geschäftspartner mit einem gemeinsamen Ziel, Geld zu verdienen. Es handelte sich um eine Lieferung von 200 Kilo Kokain, die im Hafen von Antwerpen eintreffen sollte. Leider lief nicht alles so wie geplant, also ganz und gar nicht. Die Lieferung kam planmäßig im Hafen an und verschwand. Es war unklar, wo sich die Lieferung befand. Diese Unsicherheit führte zu Spannungen zwischen den beiden beteiligten Gruppen. Sie waren bereits skeptisch auf die Zusammenarbeit mit der jeweiligen anderen Gruppe und jetzt müssen sich beide Seiten zugleich gefragt haben, haben sie uns wirklich über den Tisch gezogen? Es begannen mehrere Gerüchte über den Vorfall zu kursieren. Anstatt die Angelegenheit untereinander friedlich zu klären, begann ein jahrzehntelanger Albtraum. Ein Albtraum, bei dem über 20 Menschen ums Leben kamen. Der Konflikt brach aus, nachdem Najeb Bubu, der Mann, den Gwenet als seinen rechten Mann anstelle von Hossein gewählt hatte, in Antwerpen umgebracht wurde. Angeblich ordneten Hossein und Benauf am 18. Oktober 2012 diesen Anschlag an. Um diese Zeit herum floh Hossein aus Amsterdam und reiste häufig zwischen Marokko und Panama hin und her. Gwenet wollte Rache für seinen gefallenen rechten Mann. Und so sollte es zu einem ewigen Hin und Her kommen. Niemand der beiden Gruppen war mehr sicher. Eines der bemerkenswertesten Ereignisse in dem Konflikt war der Kopf vor der Fairuz Lounge. Die Fairuz Lounge war eine Shisha-Lounge, die als Stützpunkt von Husseins Organisation galt. Eine Lounge, in der sich seine Mitarbeiter häufig trafen. Am 9. März 2016 wurde ein Kopf vor die Shisha-Lounge Fairuz gestellt. Der Kopf wurde so aufgestellt, als würde er direkt auf die Menschen hinter den Fenstern blicken. Leider kann ich, ohne gegen die Regeln der Plattform zu verstoßen, keine Einzelheiten nennen. Es ist allerdings ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie weit diese beiden Gruppen bereit waren zu handeln. Solch eine Aktion ist bereits 4 Jahre nach dem Verschwinden der Lieferung passiert. Wenn ihr denkt, dass das verrückt ist, habe ich eine 4-teilige Miniserie darüber gemacht. Schaut sie euch an, um zu erfahren, was alles stattgefunden hat. Es ist zu viel passiert, um in diesem Video darauf einzugehen. Glaubt mir, es war das reinste Chaos. Während sich das Chaos in Amsterdam ausbreitete, blieb Hossein in Sicherheit, weit weg von Amsterdam. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, weiterhin Drogen zu schmuggeln.
Wir wissen, dass die Welt des Kokainschmuggels absolut rücksichtslos ist. Ein Fehler kann schwerwiegende Folgen haben. Wir haben es bereits mit dem Vorfall der verlorenen Lieferung von 200 Kilo im Jahr 2012 gesehen. Im Jahr 2016 war Hussein in einen weiteren schockierenden Racheakt verwickelt, nachdem eine Lieferung nicht ganz nach Plan lief. Alles begann im Juni 2015, als Hussein eine Lieferung aus Südamerika von 320 Kilo Kokain im Hafen von Antwerpen erwartete. Er gab den Job einem belgischen Kontakt namens Abdelkader Bouka. Es war seine Aufgabe, das Kokain aus den Containern herauszuholen und es auf mehrere Verstecke aufzuteilen. Am 19. Juni 2015 kam die Lieferung im Hafen von Antwerpen an und die 320 Kilo wurden schnell von Abdelkaders Männern aus dem Container genommen. Alles schien nach Plan zu laufen. Ich sage schien, da die Männer nicht wussten, dass die Behörden über die Lieferung informiert waren. Die Polizei wusste, dass sie eintreffen würde und beschloss, sie im Auge zu behalten und zu beobachten, wer daran beteiligt war. Die Beobachtung führte sie zum Parkplatz des City Inn Hotel in Borchahout. Sie beobachteten, wie Abdelkader und zwei seiner engen Mitarbeiter das Kokain erhielten und es in den Kofferraum ihrer Autos steckten. In diesem Moment griff die Polizei ein und verhaftete sie alle. Die gescheiterte Lieferung machte Hussein wütend. Das Kokain, das einen Wert von über 10 Millionen Euro hatte, wurde beschlagnahmt. Und so begannen die Probleme für Abdelkader. Abdelkader wurde für kurze Zeit ins Gefängnis gesteckt. Direkt nach seiner Freilassung forderte ihn Hussein auf, sein verlorenes Geld zurückzuzahlen. Du hast die Lieferung entgegengenommen, also musst du zahlen, soll Hussein gesagt haben. Allerdings widersprach ihm Abdelkader und sagte, der Transport stand bereits im Visier der Polizei und das war deine Verantwortung, nicht meine, also ist es nicht mein Fehler. Über mehrere Monate hinweg versuchte Hussein, Abdelkader zur Zahlung zu zwingen, jedoch ohne Erfolg. Es wurde Gewalt angewendet, mehrere Wohnungen, die in Verbindung zu Abdelkader standen, wurden angeschossen. Dennoch war er weiterhin nicht bereit zu zahlen. Und das war der Zeitpunkt, an dem Hussein eine drastischere Herangehensweise wählen musste. Er beschloss, Abdelkader zu entführen. Aber diese Pläne mussten spontan aufgeschoben werden, denn für Hussein selbst gab es jetzt Ärger. Hussein wurde in Marokko verhaftet. Sein gefälschter Pass fiel den Grenzpatrouillen auf. Man vermutete, dass er sein Versteck in Zentralamerika verlassen hatte, einen Ort, an dem er sich lange zurückgezogen hatte. Nach seiner Festnahme führte die marokkanische Polizei zwei Durchsuchungen in zwei separaten Immobilien von ihm in Marrakesch durch. Dabei fanden sie 34 teure Uhren, 10 Mobiltelefone, 2 Tablets, 16.000 Euro Bargeld und 10 gefälschte Pässe. Die niederländischen Behörden freuten sich über die Nachrichten. Sie hofften, dass Marokko Hussein ausliefern würde, da er natürlich ein Hauptverdächtiger für die vielen Gewalttaten in Amsterdam war. Außerdem standen noch 244 Tage Haft wegen schwerer Körperverletzung in Amsterdam aus den Jahren 2002 und 2008, wofür er international gesucht wurde. Unglücklicherweise liefert Marokko seine Staatsbürger nicht aus. Das bedeutete, dass es keine Chance gab, dass Hussein an die Niederlande ausgeliefert werden würde. Daher bat die Niederlande Marokko, Hussein wegen Identitätsbetrugs zu verfolgen und ihn für die noch ausstehenden 244 Tage ins Gefängnis zu stecken. Es ging nicht nur darum, dass er seine Haftstrafe absitzen sollte, es hätte der Niederlande auch mehr Zeit gegeben, einen ernsteren Fall gegen ihn aufzubauen. Ein Fall der Drogenschmuggel und möglicherweise sogar die Beteiligung an der Anordnung mehrerer Morde in Amsterdam beinhaltete. Am 20. August 2015 wurde Hussein zu nur 4 Monaten Gefängnis wegen Identitätsbetrugs verurteilt. Der Frust der niederländischen Polizei wurde größer, nachdem der marokkanische Richter kein Wort über die noch ausstehende Haftzeit von 244 Tagen, die Hussein noch absitzen musste, erwähnte. Nachdem er seine Strafe abgesessen hatte, wurde Hussein freigelassen und die niederländische Polizei stand mit leeren Händen da. Jetzt konnte er mit seinem Masterplan fortfahren, Abdelkader entführen. Für die Entführung heuerte er 4 berüchtigte Gangster aus Paris an. Diese 4 Männer beobachteten Abdelkader mehrere Monate lang. Sie verfolgten ihn rund um die Uhr, indem sie einen Tracker unter sein Auto legten und sie beobachteten sein Zuhause, das Haus seiner Mutter, das er häufig besuchte, und noch viele weitere Orte. Mitte Juli 2016 war die Unterwelt von Antwerpen in Aufruhr. Niemand hatte in über 5 Tagen etwas von Abdelkader gehört oder gesehen. Nicht seine Frau, nicht seine Mitarbeiter, niemand. Nun, das lag daran, dass Hussein die 4 Pariser Gangster angewiesen hatte, sofort zu handeln. Am 7. Juli 2016 entführten sie ihn. Die Entführer sperrten ihn in eine Wohnung in Brüssel ein. Um zu beweisen, dass sie ihn hatten, warfen die Entführer Abdelkaders Reisepass in den Briefkasten seines engsten Mitarbeiters. Als weiteren Beweis schickten sie auch eine aufgezeichnete Nachricht an Abdelkaders Frau, in dem er sagt,
Ich bin am Leben, das ist kein Spiel, befolge Ihre Anweisungen. Kurz darauf wird eine weitere Sprachaufnahme von jemandem mit französischem Akzent verschickt. Gehe nicht zur Polizei, sonst werden wir ihn ausschalten. Hussein verlangte zunächst 10 Millionen Euro. Das war ungefähr der gleiche Betrag, den ihn die gescheiterte Lieferung gekostet hatte. Dann wurde der Betrag auf 5 Millionen Euro gesenkt, da Abdelkaders Gruppe den Entführern mitteilte, dass sie nur 1,6 Millionen Euro in bar beschaffen könnten, wurde das Lösegeld auf 3 Millionen Euro gesenkt. Die 1,6 Millionen Euro wurden Hussein als Zeichen des guten Willens, dass der Rest des Geldes bald folgen würde, übergeben. Letztendlich kam es jedoch nicht einmal so weit. Der Kontakt zwischen den Entführern und Abdelkaders Gruppe brach ab. Sie begannen zu zweifeln, ob Abdelkader noch am Leben war. Der Hauptgrund für diesen Zweifel war, dass die Entführer sich weigerten, das verbleibende Geld gegen Abdelkader auszutauschen. Es kursierten verschiedene Gerüchte. Ausgeschaltet auf Ibiza, in Amsterdam in Säure aufgelöst, in der Sahara begraben. Die wildesten Spekulationen wurden aufgestellt. Was auch immer passiert war, Abdelkader war nirgendwo zu finden. Und das war nicht die einzige Entführung, die Hussein angeordnet hatte, denn nur 4 Monate später soll er angeblich erneut jemanden entführt haben. Am 15. November 2016 verließ ein Mann gerade ein Fitnessstudio in Antwerpen. Die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen, wie auf dem Weg zu seinem geparkten Auto ein Lieferwagen neben ihm anhielt und mehrere Männer herausspringen. Man kann sehen, wie der Mann gewaltvoll in den Lieferwagen gedrängt wird. In nur 30 Sekunden rast der Lieferwagen davon. Mission erfolgreich. In den darauffolgenden 5 Tagen blieb es ruhig bezüglich der angeblichen Entführung. Dann meldete sich plötzlich ein Mann namens Othman LB bei der Polizei von Antwerpen. Er informierte sie darüber, dass sein kleiner Bruder Jones entführt worden sei und er Kontakt zu den Entführern gehabt habe. Er sagte, sie hätten Lösegeld gefordert. Millionen an Lösegeld. Othman nannte auch den Drahtzieher dieser Entführung. Seiner Meinung nach konnte es nur Hussein gewesen sein. Für diejenigen unter euch, die nicht mit Othman LB vertraut sind, er gilt als einer der größten Drogenbosse Belgiens. Er begann als junger Mann, der das gelieferte Kokain aus den Containern im Hafen von Antwerpen holte. Othman war ein kluger Kerl. Anstatt in bar bezahlt zu werden, bat er darum, in Kokain bezahlt zu werden. Er erhielt seine Bezahlung in Kokain zum gleichen Preis, den der Importeur in Südamerika bezahlte. Typischerweise zwischen 2.000 und 6.000 Euro pro Kilo. Aber wir wissen alle, dass, sobald das Kokain sicher im Hafen von Antwerpen ankommt, der Preis sofort auf mehr als 25.000 Euro pro Kilo steigt. Daher würde der Verkauf des Kokains ihm viel mehr Geld einbringen. Er baute somit sein eigenes Imperium auf und stieg von ganz unten bis an die Spitze auf. Jeder will Teil des Gewinnerteams sein, richtig? Nun behaltet das im Hinterkopf. Inzwischen ist er wohl der reichste belgische Drogenschmuggler, aber offiziell ist er nichts weiter als ein Luxusuhrenverkäufer und Immobilieninvestor in Dubai. Um mehr über Othmans Geschichte zu erfahren, schaut euch unbedingt das Video auf meinem Kanal an. Zurück zur Geschichte. Othman gab der Polizei sehr spezifische und detaillierte Informationen über Hussein und seine Mitarbeiter. Er kannte sogar die Seriennummer des PGP Blackberries, den Hussein benutzte. In der Zwischenzeit wurde Jones in einem Versteck irgendwo in Brüssel festgehalten. Wochen vergingen. Jones wurde dann nach Paris gebracht. Othman blieb während des gesamten Vorfalls in Dubai, da er die Polizei von Antwerpen weiterhin mit wertvollen Informationen versorgte. Nach 37 langen Tagen gelang es Jones zu entkommen. Tagelang benutzte er einen Löffel, um das Schloss seiner Handschellen zu bearbeiten. Dann gelang es ihm, durch ein Fenster mit zusammengeknoteten Bettlaken zu entkommen. Zumindest war das die Geschichte, die rumerzählt wurde. Klingt das glaubwürdig für euch? Oder hat Othman einfach das Lösegeld bezahlt? Es hieß, dass Othman mehrere Millionen an Geld und oder Kilos Kokain sowie Luxusuhren bezahlt habe. Othman selbst widerlegte dies. Es sind Geschichten aufgetaucht, die besagen, dass ich das Lösegeld in Geld, Gold oder sogar Kokain bezahlt habe. Diese Geschichten sind Unsinn. Mein Bruder ist von alleine aus dieser Wohnung entkommen. Nach der Freilassung von Jones ging die Untersuchung sehr schnell voran. Am 24. Januar 2017 wurden 4 Franzosen in Amsterdam verhaftet. Mohammed K., Abu S., Hassan S. und Rachid B., die gleichen Männer, die verdächtigt wurden, an der Entführung von Abdelkader Bouka beteiligt zu sein. Jones erkannte Abu an seiner Stimme. Nach seiner Aussage soll Abu einmal gesagt haben, wir haben das schon mal gemacht. Möglicherweise in Bezug auf die Entführung von Abdelkader. Während einer Vernehmung sagte Mohammed K., wenn 2 Gruppen in der Region ein Problem haben, bleiben die beiden Gruppen zusammen, bis das Problem gelöst ist. Das ist keine Entführung. Ja, das ist eine Möglichkeit, es auszudrücken. Der größte Hinweis dafür, dass Hussein hinter dieser Entführung steckte, kam nach der Verhaftung von Adil LM.
Jones sagte aus, dass Adil ihm während seiner Gefangenschaft Essen brachte, aber die Rolle von Adil schien größer zu sein. Laut der Polizei stand Adil in direktem Kontakt mit Hussein. Bei der Durchsuchung von Adil M.'s Wohnung fand die Polizei einen rumänischen Pass mit Husseins Foto sowie eine ganze Reihe von Passfotos von ihm. Adil hatte auch ein PGP-Telefon, das Hussein als Kontakt eingespeichert hatte. Schließlich schien Adil auch mehrere sehr teure Uhren in seinem Haus zu haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass dies ein Teil des Lösegelds war, das Othman Hussein für seinen kleinen Bruder Jones zahlte. Vergesst nicht, dass Othman angeblich ein Luxusuhrenverkäufer in Dubai war. Die Frage, die ihr euch wahrscheinlich stellt, ist, warum Hussein Othmans kleinen Bruder entführt hat. Nun, das ist eine sehr interessante Geschichte. Um die Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir zurück ins Jahr 2014 springen. Genauer gesagt, zum 22. Mai. Gwyneth Marta wurde 80 Mal angeschossen, kurz nachdem er ein Restaurant in Amstelveen verlässt. Mit diesem Anschlag wurde Husseins größter Rivale ausgeschaltet. Dies war ein entscheidendes Ereignis. Es wurde angenommen, dass Hussein und sein Schwager Ben Auf nun die Sieger waren und dem gewalttätigen Streit ein Ende gesetzt hatten. Monatelang warteten die Unterwelten von den Niederlanden und Belgien darauf zu sehen, wer die Lücke füllen würde, die Gwyneth im Kokainschmuggelgeschäft hinterlassen hatte. Er hatte einen großen Teil des Marktes ausgemacht und mit seinem Tod war dieser Markt nun offen für alle zu haben. Als Teil des Sieges über Gwyneth erwarteten viele, dass Hussein seinen Anteil am Markt übernehmen würde. Hussein selbst dachte wahrscheinlich auch, dass er diesen Anteil übernehmen könnte, aber das war nicht der Fall. Ganz und gar nicht. Menschen, die einst für Hussein gearbeitet hatten, erwiesen sich als illoyal. Anstatt mit ihm zu arbeiten, entschieden sie sich für eine Zusammenarbeit mit Othman. Erinnert ihr euch? Jeder will Teil des Gewinnerteams sein. Und zu diesem Zeitpunkt war Othman der größte Gewinner aufgrund seines rasanten Aufstiegs. Langsam aber sicher konnte Hussein den Hafen von Antwerpen nicht mehr so nutzen, wie er es früher konnte. Er wurde strategisch von Othman und dem Rest der Belgier ausgeschlossen. Seine Lieferungen wurden immer wieder abgefangen und wenn er mal eine erfolgreiche Lieferung hatte, musste er hohe Provisionen an die Leute im Hafen von Antwerpen zahlen, die das Kokain aus den Containern für ihn herausholten, was ihm eine sehr geringe Gewinnspanne brachte. Es kam letztendlich einfach auf die Loyalität an. Trotz Gwyneths Herkunft aus Amsterdam hatte er immer gute Beziehungen zu mehreren wichtigen Gruppen aus Antwerpen. Er war einfach ein angesehener Mann dort. Erinnert ihr euch, dass er sich auch in Belgien versteckte, nachdem er aus dem Gefängnis geflohen war? Das war nur möglich dank mehrerer Gruppen in Antwerpen, die sich um ihn kümmerten. Das war nicht der Fall für Hussein. Seine Beziehungen in Antwerpen waren rein geschäftlich. Er wurde einfach nicht so respektiert wie Gwyneth. Die Belgier zeigten ihm keine Loyalität. Anstatt mit Hussein in Amsterdam zu arbeiten, beschlossen die Gruppen, näher an zu Hause zu arbeiten und mit dem Mitbürger aus Antwerpen, Othman, zusammenzuarbeiten. Ein Win-Win für alle. Eine mit dem Vorfall vertraute Person sagte: Jedes Mal, wenn Hussein etwas im Hafen tun will, versucht er, einige Jungs aus Borchehout in Antwerpen anzuwerben. Sie verlangen jedoch immer einen sehr hohen Prozentsatz des Gewinns, um ihm zu helfen, und die meisten dieser Lieferungen scheitern. Diese ständigen Misserfolge führten wiederum dazu, dass die Südamerikaner, die das Kokain lieferten, lieber mit Othman zusammenarbeiten wollten. Er hat sehr stabile Routen aufgebaut und ist ein unkomplizierter Partner für sie. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass höchstwahrscheinlich der Grund für die Entführung von Othmans kleinem Bruder Jones nichts anderes als Rache von Hussein war. Rache dafür, dass der hinterlassene Marktanteil übernommen wurde und er aus dem Spiel gedrängt wurde. Schachmatt, würde ich sagen. Hussein ist einer der wenigen, die von den Beteiligten des 2012 ausgebrochenen Mokro-Konflikts übrig geblieben sind. Die Mehrheit ist entweder 2 Meter unter der Erde oder hinter Gittern. Nur sehr wenige haben es überlebt. In letzter Zeit wurden keine Vorfälle mehr diesem Konflikt zugeschrieben. Nach fast einem Jahrzehnt scheint es endlich vorbei zu sein. 2019 sprach Hussein kurz mit einem niederländischen Kriminaljournalisten, nachdem dieser auf seiner Website veröffentlicht hatte, dass Hussein verschwunden sei. Er sagte: Das stimmt nicht. Ich bin in Marokko, ich mache hier meine Arbeit, niemand sucht nach mir. Wir wissen nicht, ob jemand immer noch nach Hussein sucht, denn er war angeblich in viele Dinge verwickelt. Wir müssen immer noch angeblich sagen, denn bisher war Hussein nur ein Verdächtiger in allen oben genannten Fällen und wurde noch für keine Straftat verurteilt. Weder für die Morde, die in Amsterdam stattgefunden haben, noch für Drogenschmuggel, noch für die Entführung von Abdelkader Bouker oder die Entführung von Jones LB. Das hinterlässt ein paar unbeantwortete Fragen. Wird er jemals wieder nach Amsterdam zurückkehren? Nun, das ist sehr unwahrscheinlich. Ist er immer noch in die Unterwelt verwickelt, obwohl sein Geschäft von Othman schachmatt gesetzt wurde? Das ist eine Frage, mit der wir dieses Video beenden müssen. Eine Frage, auf die wir wahrscheinlich nie eine Antwort erhalten werden.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Like und einen Kommentar mit euren Gedanken. Abonniert auch gerne diesen Kanal, ich nähere mich der Marke von 100.000 Abos. Das ist definitiv ein großer Traum von mir. Es dauert nur eine Sekunde für euch, hilft aber dem Kanal enorm. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.